Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr dem Titel vielleicht schon entnehmen könnt, will ich heute mal wieder über ein ernsteres Thema sprechen. Und damit greife ich ein bisschen so die beiden Videos auf, wo ich einmal über meine Behinderung spreche und einmal über mein schiefes Gesicht. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, falls ihr die noch nicht kennt. Aber heute ist das Thema blind mit 22. Ja, und dieses Thema möchte ich tatsächlich aus aktuellem Anlass besprechen, sag ich mal. Die meisten dürfen wissen, dass ich 22 bin und gut, ein Teil von euch kennt jetzt mittlerweile, wenn ihr meine Videos, die ich gerade erwähnt habe, die ihr unten in der Infobox finden könnt, geschaut habt, dann kennt ihr auch meine Vorgeschichte so ein ganz bisschen. Ja, und die jetzige Situation ist, dass ich grauen Star bekommen habe. Der mich vorübergehend blind macht. Deshalb der Titel. Yay! Wer freut sich denn nicht darüber, mit 22 blind zu sein? Aber kurz ein paar Hintergrundinfos dazu. Es betrifft zum einen nur mein rechtes Auge. Mein linkes Auge ist komplett funktionstüchtig, weshalb ich nur halb blind bin. Ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Aber ja. Ich möchte einmal ganz kurz damit anfangen, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch das vielleicht interessieren wird. Vielleicht habt ihr selber mit grauen Star zu tun oder ein bisschen mit Blindheit oder ihr interessiert euch vielleicht einfach so für meine Krankheitsgeschichte. Ich weiß es ja nicht, wer sich dafür interessieren könnte. Ansonsten könnt ihr dieses Video natürlich auch gerne einfach überspringen, ihr müsst es nicht angucken. Aber ja, ihr könnt es eventuell schon ein bisschen über Social Media mitbekommen haben auch. Ich habe häufiger mit meinem rechten Auge was zu tun, dadurch, dass ich rechts ein Makuladem habe. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Muss ich sowieso regelmäßig Behandlungen an meinem rechten Auge bekommen. Dieses Makuladem hat sich übrigens aufgrund einer Bestrahlung vor 7 Jahren entwickelt. Also mittlerweile ist diese Bestrahlung 7 Jahre her. Ja, und jetzt habe ich halt einfach mit den Spätfolgen zu kämpfen. Also es ist tatsächlich so, dass der Hauptgrund besiegt worden ist und bekämpft worden ist und die ganze blöde Geschichte ist an sich vorbei. Jetzt habe ich nur noch diese Spätfolgen und Nachfolgen und Nachuntersuchungen und all so ein Krams. Nur noch. Weil es doch relativ viel ist. Zumal jetzt sich scheinbar aufgrund von dieser Bestrahlung dieser graue Star gebildet hat. Ich dachte erst, es wäre vielleicht eine Nebenwirkung von dem Medikament, das ich regelmäßig gespritzt bekomme. Scheint es tatsächlich nicht zu sein, sondern wirklich eine Spätfolge von dieser blöden, dämlichen Bestrahlung. Yay! Es hat sich tatsächlich so geäußert, dass ich auf meinem rechten Auge relativ lichtempfindlich geworden bin mit einiger Zeit, vor einiger Zeit. Also sagen wir, dass ich im August vielleicht so die ersten Nebenwirkungen bemerkt habe, im Sinne von, ich sehe ein bisschen lichtempfindlicher, beziehungsweise dass ich das Gefühl hatte, dass ich teilweise mit dem rechten Auge etwas heller sehe. Also dass ja, als wäre alles nicht mehr ganz so farbintensiv, so blöd gesagt jetzt. Im September fing das dann an, dass ich wirklich das Gefühl hatte, als wäre es ein Grauschleier. Da hatte ich dann schon so gedacht, so, okay, vielleicht sollte ich irgendwann mal einen Termin machen und das mal durchchecken lassen. Und ja, ich weiß auch nicht, so möglicherweise. Dann habe ich im Oktober einen Termin gemacht. So gesehen kann es vielleicht sein, dass ich das Ganze erst im September bemerkt habe, auf jeden Fall so um den Zeitraum herum. Und ich habe dann auf jeden Fall im Oktober einen Termin gemacht, den hatte ich jetzt am 20. November. Das war auf den, war halt die Nachuntersuchung oder Kontrolluntersuchung jetzt in Münster, weil da meine Augenklinik ist, da habe ich den Termin gemacht als Nachuntersuchung, beziehungsweise ja, Kontrolltermin einfach. Weil ich gesagt habe, so irgendwas stimmt da nicht, guckt euch das mal an und ja, November reicht, weil ich vorher eine Schule hatte und ich wollte es sonst nicht ausfallen lassen. Naja, jedenfalls wurde es mit meinem rechten Auge immer schlimmer und ich habe immer unschärfer gesehen und ich dachte mir so, irgendwie ist das nicht so ganz normal. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann darauf angesprochen worden, von wegen, ja, du, schau mal in den Spiegel,
Dein Auge scheint so ein ganz bisschen grau zu sein, so als würde eine graue Wolke darin rumschweben. Naja, habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe diese graue Wolke tatsächlich auch gesehen. Vielen anderen Leuten ist es tatsächlich noch nicht aufgefallen und man brauchte auch das richtige Licht, um diese blöde graue Wolke in meinem Auge zu sehen. Es ist übrigens tatsächlich so eine graue Wolke in der Pupille, also in dem schwarzen Ding, das sich größer und kleiner stellt, und da ist so eine graue Wolke drin gewesen. Und da war ich schon so, ja, na geil, grauer Star. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich das betiteln sollte, und letztendlich hat es sich auch als grauen Star herausgestellt. Ja, damit bin ich dann noch ein paar Tage rumgelaufen. Ich hatte ja meinen Kontrolltermin, allerdings war ich dann schon so, okay, ich gehe vorher lieber nochmal zum Augenarzt. Das war Ende Oktober. Aufgrund der ganzen Feiertage hatte der dann allerdings dicht und ich bin dann irgendwann als Notfalltermin an einem Nachmittag einfach hingegangen, weil das echt gar nicht mehr ging mit meinem Auge. Und ich hatte im dunklen Auto fahren war sowieso nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, dass ich, also ich habe schon Probleme mit der Koordination gekriegt. In der Schule zum Beispiel, wenn ich nach einem Stift gegriffen habe. Ich habe grundsätzlich erstmal daneben gegriffen, weil ich einfach dieses Koordinationsgefühl nicht mehr hatte. Und was ich auch gemerkt habe, war, dass ich mit dem rechten Auge Licht nicht mehr sucht haben konnte. Das heißt, wenn ich irgendwo, sagen wir auf dem Projektor an der Wand, dass ich da hingucken musste und das Licht, das Deckenlicht hat aber zu sehr geblendet, musste ich mir das rechte Auge zuhalten, damit ich das, was an der Wand steht, überhaupt lesen konnte, weil das rechte Auge mich sonst viel zu sehr geblendet hat. Relativ blöde Geschichte. Dann war ich auch noch, also dann war ich notfallmäßig bei meinem Augenarzt und habe die ganzen Voruntersuchungen gemacht, die teilweise nicht mal mehr messbar waren, weil mein rechtes Auge einfach nichts mehr gesehen hat. Also wenn man sich so klassischerweise das linke Auge zuhält, ich sehe jetzt übrigens einen Lichtkreis, das war's, und dann diese Buchstaben anguckt an der Wand, ich konnte sagen, dass da etwas gegen die Wand leuchtet. Das war's. Ich kann auch sehen, wenn sich etwas vor mir rauf und runter bewegt, sag ich mal, aber mehr sieht mein Auge einfach nicht mehr. Also es ist wirklich, ich habe also quasi am 2. oder 3. November schon die Bestätigung gehabt, ich bin faktisch blind auf dem rechten Auge. Blöde Geschichte. Wirklich blöde Geschichte. Und naja, nicht so eine geile Diagnose, die man haben will mit 22. So grauer Star ist eigentlich etwas, was, naja, mit 50, 60, 70 vielleicht auftritt und was meine Großeltern auch hatten und auch erfolgreich operiert alles, aber man will sich da in meinem Alter eigentlich noch nicht so mit rumschlagen, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das keiner von euch möchte, wenn er sich in meinem Alter befindet, und auch sonst möchte das wahrscheinlich keiner. Ja, Einschränkungen gibt es dadurch natürlich auch. Also ich darf zum Beispiel gerade keinen Hänger mehr fahren. Ich habe vor kurzem meinen Hängerführerschein gemacht, wer sich daran erinnert. Ich darf im Dunkeln nicht mehr fahren, aber ich möchte im Dunkeln tatsächlich auch nicht mehr fahren und bei Regen tatsächlich auch nicht, weil die ganzen Lichter von den Autos mich auch total ablenken einfach. Also im Hellen fahre ich noch und glücklicherweise fahre ich ja auch schon länger, und das heißt, ich kenne mein Auto. Ich weiß, wie die Proportionen sind, ich weiß, wie ich einparken kann. Also ich bin stolz auf mich, dass ich immer noch sehr gut einparken kann. Also zur Arbeit fahre ich trotzdem noch, das ist aber ja auch nur ein 5-Minuten Autofahrtweg. Ich merke es sehr, sehr stark, wenn ich zum Beispiel so am Tisch sitze und rechts sitzt jemand neben mir. Ich sehe es nicht mehr. Ich habe ständig das Problem, dass ich mich dann umdrehen muss, weil ich sonst die Person einfach nicht sehe. Also ich mache dann tatsächlich den hier, gucke so weit, damit ich die Person neben mir angucken kann, und das ist halt echt super nervig einfach. Und abgesehen davon, das alles mit einem Auge zu machen, sowieso super nervig ist, wenn man in der Theorie, naja, sagen wir, anderthalb gesunde Augen hat. Und das Schöne ist, dass ich mit diesem Medikament mein Makuläidem bekämpft habe, nur jetzt halt einfach diesen blöden grauen Star davor habe. Das Gute ist, es bedeutet, dass ich meine Sehkraft an sich noch habe. Man muss es sich quasi nur so vorstellen, dass man etwas sieht, da aber ein 10-facher grauer Schleier vor ist, also als würde man quasi so versuchen wollen, durch eine Gardine zu gucken, und dementsprechend sieht man halt nichts mehr. Also es ist schon so, dass ich prinzipiell noch Augenlicht habe und auch noch was sehe, aber eben einfach durch so einen blöden Schleier. Ja, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich dachte mir zum einen, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, zum anderen, wie wird das jetzt behandelt? Ich bin am 20., das war letzte Woche Montag, in meinem Fall jetzt, wenn ihr dieses Video später seht, dann war das wann anders, war ich in Münster, und die haben auch direkt die ganzen Untersuchungen gemacht in der Augenklinik, Schärfemessungen, Innendruck,
Fotoabteilung, wo die Makula angeguckt werden soll, was natürlich nicht funktioniert hat, weil man durch ein Auge mit grauem Star einfach nicht auf die Makula durchgucken kann. Deswegen wurde zusätzlich nochmal Ultraschall gemacht, um Fremdkörper dahinter auszuschließen. Ich habe eine Hornhautdichtemessung machen lassen und Augapfeldurchmesser und alles. Wurde alles gemacht und letztendlich wurde mir auch gesagt, ja, es muss operiert werden. Das Positive daran ist, und deswegen hat es mir tatsächlich den Tag gerettet, es wird in einer Vollnarkose gemacht. Ich hatte erst Angst, dass es in einer örtlichen Betäubung gemacht wird, weil normale graue Star-Operationen halt nicht mit Vollnarkose gemacht werden. Wenn ihr euch zum Beispiel daran erinnert, wie das bei euren Großeltern gemacht wird, das ist eigentlich ein Standardeingriff und mit die häufigste OP, die in Deutschland gemacht wird. Also ich glaube, täglich werden Tausende von diesen OPs durchgeführt und dementsprechend sind da eigentlich die Risiken relativ gering. Allerdings ist irgendwie scheinbar der Unterschied, dass ältere Leute da nicht so anfällig für sind oder was Komplikationen betrifft, wie jüngere Leute. Was prinzipiell irgendwie blöd ist, weil ich ja nun erst 22 bin. Erst, in Anführungsstrichen. Nun ist es tatsächlich so, dass die mir gesagt hat, ich darf das Ganze in Vollnarkose machen. Einfach dadurch, dass es scheinbar bei mir eben, dadurch, dass es kein altersbedingter grauer Star ist, sondern eben bestrahlungsbedingter grauer Star, doch nochmal eine Ecke schwieriger ist und man muss mehr Energie aufwenden, um eben meine Linse rauszuholen. Ich glaube, ich erspare euch jetzt mal diese Details. Wer wissen will, wie man eine Linse rausholt, ich weiß so viel, dass es mit Ultraschall gemacht wird. Der kann das jetzt googeln. Also ich selber habe mir sowieso nur die groben Dinge erklären lassen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht genau wissen, wie ihr mir mein Auge kaputt macht. Das muss ich, glaube ich, mir nicht anhören. Die Hauptsache ist, dass ich hinterher eine neue Linse drin habe, die dann bewirkt, dass ich wieder was sehe. Das Schöne dabei ist, oder was heißt das Schöne? Der graue Star wird dadurch natürlich hinterher weg sein. Eine künstliche Linse kann auch nicht mehr erneut keinen grauen Star bekommen. Das heißt, nochmal bestrahlungsbedingter grauer Star ist ausgeschlossen, was ich sehr positiv finde, weil ich zwischendurch schon Angst hatte, dass ich das jetzt regelmäßig machen muss. Muss ich glücklicherweise nicht. Und naja, was ein bisschen blöd ist, ist tatsächlich, dass es wohl ein paar Tage dauern wird, bis ich wieder richtig gucken kann. Das heißt, ich muss 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Witzigerweise kommt dieses Video an einem Montag. Das heißt, ich werde heute meine Operation haben. Das ging tatsächlich relativ schnell. Am 27.11. werde ich jetzt operiert. Hoffentlich ohne Komplikationen. Also drückt mir die Daumen. Möglicherweise liege ich gerade im OP, wenn dieses Video online geht. Und dann muss ich noch bis Mittwoch, glaube ich, im Krankenhaus bleiben. Also ich habe meinen Zurücktransport schon organisiert. Also von daher bleibe ich nur bis Mittwoch, weil egal, was die mir sagen. Es sei denn, es treten Komplikationen auf, aber es treten keine Komplikationen auf. Ne? Klopf auf Holz. Was ich nicht darf direkt nach der OP ist lesen. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Ich bin Buchbloggerin, ihr seht ganz viele Bücher hinter mir. Und ich habe tatsächlich gerade jetzt vor kurzem erst meine Leseflaute in diesem Jahr überwunden. Es ist sehr blöd, eine sehr blöde Konstellation gerade. Also ich habe wirklich gerade wieder angefangen, mehr zu lesen und habe gedacht, vielleicht schaffe ich doch noch die 20 Bücher in diesem Jahr. Und mein erster Gedanke war, ach Mensch, 3 Tage Krankenhaus, super blöd, ich hasse Krankenhäuser. Aber ich kann wenigstens lesen. Ich habe ja jetzt wieder Lust auf Lesen. Ich habe tollen Lesestoff gerade da, den ich unbedingt beenden möchte. Und dann kam einfach die Nachricht, ja, du darfst nicht lesen. Und das sogar bis zu 2 Wochen. Einfach deshalb, weil ich diese Augenbewegung von links nach rechts nicht machen darf. Also ich darf diese typische Lesebewegung nicht machen. Ich habe gefragt, ich darf nicht mal Sims spielen, also auch gar kein anderes Computerspiel, weil man dann ja auch auf dem Bildschirm hin und her guckt. Ist richtig blöd. Heißt, ich werde mir Hörbücher und Serien organisieren, weil Fernsehen gucken darf ich scheinbar bis zum Abwinken. Da gucke ich ja nicht so viel auf dem Bildschirm hin und her, weil, keine Ahnung warum. Das darf ich auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Serie für mich gefunden, die ich gucken möchte. Aber dann ist mir so nach und nach aufgefallen, was eigentlich alles hinter dieser Lesebewegung steckt. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ich noch für in 3 Wochen eine Ausarbeitung für die Schule schreiben muss, beziehungsweise in 2 Wochen ist es, glaube ich, mittlerweile. Diese Ausarbeitung kann ich allerdings schlecht machen, also kann ich ja schlecht tippen, weil wenn ich nicht lesen darf, darf ich auch nicht tippen, weil ich dann ja, was ich tippe, lese. Blöd.
Darf ich also auch nicht machen. Und ich wage zu behaupten, dass ich es jetzt bis heute, wo das Video online geht und wo ich operiert werde, auch nicht unbedingt geschafft habe. Wie ich das Problem löse, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Vermutlich werde ich meinem Lehrer schreiben müssen. Ich werde ja auch eine Krankschreibung bekommen und alles. Gleichzeitig habe ich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt heute schon operiert werde, also am 27., dann kann ich dann sind das noch 2 Wochen, bis die Schule wieder anfängt. Dann darf ich quasi zum Zeitpunkt des Schulbeginns, ich habe ja immer Blockunterricht, darf ich wieder lesen. Problem gelöst. Ich habe eine Prüfung zu schreiben, ist in Ordnung, kann ich die Prüfung wenigstens lesen. Daraufhin ist mir aufgefallen, Mensch, vielleicht sollte man vor Prüfungen auch irgendwie lernen. Also das Lernthema ist jetzt auch irgendwie gestrichen. Also entweder finde ich noch jemanden, der mir das vorliest und mit mir lernt, weil ich habe nicht die Zeit, vorher noch alles mir einzulesen und aufzunehmen, damit ich mir das anhören kann. Vor allem ist das eine ganz blöde Strategie für mich zu lernen, also weiß ich auch nicht. Also entweder muss ich kurzfristig lernen oder ich muss tatsächlich fragen, ob ich diese Prüfung verschieben darf. Aber das Positive ist tatsächlich, ich kann alles in diesem Jahr noch geregelt bekommen. Wenn es keine Komplikationen gibt, werde ich den ganzen Kram in diesem Jahr noch abgewickelt bekommen und werde hoffentlich bald wieder sehen können, jetzt in ein paar Tagen, wenn heute die OP ist, weil ich habe einfach keine Lust, noch wesentlich länger jetzt nur mit einem Auge das sehen kann, durch die Gegend zu laufen, weil es einfach wirklich nervt im Alltag. Ich laufe häufiger gegen irgendwelche Wände, die ja nicht schon immer da sind, aber die ich halt einfach nicht mehr einschätzen kann und wo ich die Abstände einfach nicht mehr richtig einschätzen kann. Oder auch bei der Arbeit am Computer, wo ich jetzt Bildbearbeitung gemacht habe und man muss so Kleinigkeiten retuschieren, ist super nervig, weil ich es einfach nicht mehr richtig sehen kann. Ich musste die ganze Zeit mich so halb vor dem Bildschirm hängen und so ein bisschen rumgucken und gucken, dass ich es überhaupt sehen kann, weil dadurch, dass der Bildschirm auch noch leuchtet, ich rechts wieder eingeschränkt bin. Es ist halt super mega nervig und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich hinterher arbeiten kann, dadurch, dass ich nun mal Computerarbeit mache und das eben auch diese Augenbewegung erfordert. Es ist alles super mega nervig, es wird jetzt glücklicherweise behandelt. Und wenn ihr wollt, kann ich euch gerne hinterher auch erzählen, wie es ausgegangen ist. Da kann ich auch nochmal so ein Video drüber machen, vielleicht dann nicht ein ganz so langes. Ich sehe, dass ich gerade schon bei 18 Minuten bin, also tut mir leid dafür, dass ich so viel sabbel, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ihr könnt mir auch gerne noch Fragen unten in die Kommentare schreiben. Ich bin da eigentlich, ich erzähle eigentlich alles, ist vollkommen in Ordnung. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Facebook oder Instagram schreiben, habe ich auch kein Problem mit. Die Sache ist, ich hatte eigentlich vor, noch einiges vorzubereiten für den Dezember, was auch Blogbeiträge und so betrifft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, zum einen, weil ich halt im Krankenhaus Zeit verbringen werde und zum anderen, weil ich einfach nicht weiß, wie viel mein Auge mir, also wie viel ich machen kann mit dem Auge. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass jetzt einige Sachen nicht so kommen, wie ich es geplant habe. Das passiert, wenn man so spät anfängt, leider Gottes, ist so. Ist auch irgendwie meine Schuld jetzt mit. Ansonsten, werden mir einfach irgendwie Steine in den Weg geworfen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen blöd. Aber wollt ihr euch mal angucken, wie mein Auge aussieht? Ich weiß tatsächlich nicht, ob man es sehen kann mit dem Ringlicht hier jetzt drumherum. Es ist dieses Auge, das etwas grauer ist im Auge. Ich habe keinen Plan, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ansonsten stellt mal kurz auf Pause, vielleicht seht ihr dann ja was. Also wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich es mittlerweile tatsächlich. Es ist auch so, dass die Pupille vergrößert ist mittlerweile einfach. Und dadurch, dass halt durch diesen grauen Star die Pupille auch vergrößert ist, kommt es halt noch mehr dazu, dass man einfach lichtempfindlicher ist. Was halt echt nervig ist. Also mir ist gesagt worden, dass ich vermutlich mit einer Sonnenbrille anfangen werde, durch die Gegend zu laufen. Im Winter, Leute, im Winter mit einer Sonnenbrille. Ganz schön affig irgendwie, aber es ist tatsächlich gar nicht so blöd. Also es ist mittlerweile noch nicht so schlimm, dass ich es wirklich machen muss. Und es ist auch nicht so schlimm, dass allen Leuten auffällt, dass mein Auge grau ist. Wenn ich es jetzt allerdings nicht direkt behandeln lassen würde, würde es tatsächlich noch schlimmer werden. Und dann ist halt auch die Behandlung schwieriger. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt so zeitnah gemacht werden kann. Ja, die neue Linse ist dann wie gesagt so, dass sie nicht nochmal eingrauen wird. Und das Einzige, was mich vermutlich etwas stören wird, ist, dass ich dann nur noch auf die Entfernung scharf sehe. Also ich werde dann tatsächlich, was heißt denn das, weitsichtig? Also ich kann dann quasi nicht mehr lesen mit dem rechten Auge. Ich bräuchte dann eine Lesebrille für rechts. Aber da links gut ist, denke ich mal nicht, dass ich das in Anspruch nehmen werde, weil ich kann jetzt auch mit einem Auge lesen. Es ist zwar anstrengender, aber es funktioniert.
Also mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Auf jeden Fall ist diese künstliche Linse dann wohl so, dass sie sich nicht mehr hin und her stellen kann. Ja, und jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht, was ich noch großartig dazu erzählen könnte. Es ist ein Ausflug in meine aktuelle Krankengeschichte. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen erzählt. Es tut mir leid, dass das jetzt so ein langer interessiert. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen interessiert ist. Es tut mir leid, dass das jetzt so ein langer Ausflug ist und oder war. Falls du noch bis hierhin geguckt hast, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, einfach in die Kommentare hauen oder... ja, wobei, wenn ich heute operiert werde, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich die beantworten kann, da ich ja nicht lesen darf. Also, so gesehen, ja, drückt mir die Daumen, dass ich schnell eure Kommentare wieder lesen kann. Es ist halt echt total blöd. Ich weiß nicht mal, ob ich WhatsApp lesen darf. Muss ich echt mal gucken. Also, ich wäre super mega dankbar, wenn ihr mir ganz doll die Daumen drückt. Ich habe nämlich tatsächlich wirklich ein bisschen Angst vor dieser OP. Gut, Vollnarkose. Es ist, by the way, meine 20. Vollnarkose jetzt, neben diversen kurzen Narkosen. Also, vor der Narkose habe ich jetzt nicht so wirklich Schiss. Es ist nur einfach so, man weiß einfach nicht, wie im Endeffekt das Ergebnis sein wird. Ob alles geklappt hat und irgendwas schiefgegangen ist. Aber da will ich mir jetzt auch tatsächlich vielleicht nicht unbedingt großartig den Kopf drüber zerbrechen. Ich hoffe einfach, dass ich am Mittwoch wieder nach Hause kann. Dann habe ich direkt nachmittags einen Kontrolltermin. Und das Gute ist, abends macht direkt der Weihnachtsmarkt auf. Und vielleicht kann ich ja abends da schon hingehen und mich ein bisschen ablenken. Ich bin gespannt, wie es wird. Und dann kommt irgendwann Silvester. Und bis Silvester ist wieder alles gut. Und Silvester wird dann neu anfangen. Yay! Und jetzt habe ich genug gelabert. Dieses Video ist viel zu lang. Es tut mir leid, dass ich so viel gelabert habe. Falls es demnächst also nochmal mehr ruhiger wird, als was es sowieso schon war, dann wisst ihr jetzt warum. Und ja, hier werden an der Seite vielleicht ein paar Videos angezeigt, die ihr gerne gucken wollt. Ansonsten, irgendwann erzähle ich euch, wie das alles ausgegangen ist. Bye, bye!